Buongiorno. Italia ist so ein Land, da gibt es antike Ruinen und Ruinen. Und natürlich Pasta. Jede Menge Pasta. Ohne den leckeren italienischen Essen wäre Italien verloren. Schon jetzt hängen vor den italienischen Restaurants Schilder wie "Iss bei uns, sonst verhungern wir beide". Der Nudel hat man also einiges zu verdanken. Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters hat deswegen dazu aufgefordert, die Nudel mehr zu huldigen. Und damit meint sie nicht die Art und Weise, wie katholische Priester die Nudeln ihrer Firmlinge huldigen, sondern eher meditative Pasta-Rituale, die man leicht zu Hause nachmachen kann. Aber seht selbst. Obelix hatte damals nicht unrecht, die spinnen die Römer. Somit beschwört man nicht nur das Wohlwollen des fliegenden Spaghetti-Monsters, sondern das ist auch gut für die Kopfhaut. In der Tat wirkt die Nudel-Kopfhaut-Massage besser als jedes Alpizin, was man ja sehr gut an diesem Mann sehen kann. Aber auch Nudelgebete lassen sich perfekt mit herkömmlichen Spaghettis vollführen. Fliegendes Spaghetti-Monster, das du bist im Himmel, geheiligt werde dein Anhängsel, deine Piraten komme, deine Soße geschehe, wie im Himmel, so auch auf hoher See. Unser täglich Pasta gib uns heute und vergib uns unsere Reiskugeln, wie auch wir vergeben unserem und führen uns nicht nach Kansas, sondern löse uns von den Kreationisten, denn deins ist die Soße und der Käse und die Fleischklößchen in Ewigkeit Ramen. Und hat man in letzter Zeit doch verbotenerweise einen Döner bestellt, weil man nach dem Feiern einfach diesem Gelüste nicht widerstehen konnte, gilt es Buße zu tun. Auch hier haben die Pastafari eine Gebrauchsanweisung ins Internet gestellt. Andere Italiener bekommen bei diesem Anblick allerdings eher ein akutes Herzversagen oder flügeln gleich weg. Warum macht man sowas? Nun, der Dude, der solche Videos regelmäßig auf YouTube veröffentlicht, hört auf den Namen Jan Hakon Eriksen. Die Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren, ist hier besonders berechtigt. Kinder, nehmt lieber keine Drogen, sonst passiert sowas. Zuerst dachte ich, er präsentiert hier Einblick in die italienische Waffenproduktion, aber anscheinend ist das hier die italienische Antwort auf ASMR. Mit dem Essen darf man nicht spielen, wurde dir jedenfalls in der Erziehung ganz groß eingetrichtert. In diesem Sinne, guten Appetit. Soweit zu diesem kleinen Exkurs Richtung Pastafari. Und nächste Woche geht es dann auch gleich wieder weiter auf diesem Kanal mit ganz vielen tollen Insiders. Wie gesagt, ihr kennt die Rubrik vielleicht, wo ich euch Geheimtipps vorstelle. Und ich habe nämlich ganz besondere Schmankerl für euch, nämlich ganz tolle Film-Highlights des Jahres 2019, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Die werde ich mir nämlich anschauen im Rahmen des Heimspiel-Filmfestivals in Regensburg. Und dann werde ich euch da ganz detaillierte Kritiken abliefern, damit ihr dann auch wisst, was es dieses Jahr vielleicht noch zum Anschauen gibt oder so verstörend ist, dass man es einfach mal sehen muss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer ungeschminkter Black Screen. Broadcast yourself, broadcast together.